Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute fahren wir mit der Bergbahn am Neunerköpfle hoch und über die Oseralbe nach Tannheim wieder zurück. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran! Wir fahren gerade hoch zum Neunerköpfle. Von dort aus geht's zur Oseralb und dann wieder runter. Also heute eher ein gemütlicher Tag. Noch etwa 45 Minuten, dann kommen wir an der Oseralbe vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hinten an dem Schrofen, der sogenannte Schnurschrofen, dort waren wir gestern. Dieses Video habt ihr vorige Woche gesehen. Links daneben ist das Geißhorn. Nun geht es nur noch serpentinenmäßig bergab nach Tannheim. Der Weg ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet, ohne Probleme zu meistern. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, dann einfach ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, gibt es noch einen kleinen Bonus. Wir gehen jetzt noch zum Urfall. Nun verabschiede ich mich. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.
Heute machen wir uns einen gemütlichen Tag. Wir fahren zum Neunerköpfle mit der Bergbahn hoch, gehen langsam zur Huseralm und dort wieder herunter. Nur weil wir gestern eine sehr große Tour. Nun geht es nur noch serpentinenmäßig auf breitem Weg bergunter nach Tannheim. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen. Diese ist auch definitiv für Anfänger geeignet. Für an die Useralpe eigentlich gar keine Probleme. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein... Bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, gibt es noch einen kleinen...